Hallo, ich grüße euch zum Teil 37e. Ich hatte zwar angekündigt, dass wir was zu dem Waldorf-Projekt, zu dem Spaldorf-Schreiben sagen, was die Waldorfschulen verteilt worden ist, aber ich habe herausgefunden, dass man da noch tiefer und weitergehende Sachen machen müsste. Und das würde ich gerne noch tun und dann würde ich die verbesserte und vollständige Version mit weniger Ums und Ums dann ins Netz stellen. Es wird also ja, ein, zwei Tage noch brauchen. Ich habe da noch ein bisschen was rausgefunden, was da im Hintergrund mit der Antonio-Stiftung nicht stimmt. Und das würde ich euch gerne noch bringen. Und deswegen machen wir das Video nochmal neu. Auf die halbe Stunde kommt es nicht drauf an, wenn man das noch einmal neu sprechen muss. Wir machen jetzt auch schon was anderes. Und zwar falsche Schulterschlüsse. Das sind eine Situation, die immer wieder mal Bürgerrechtsbewegungen kommen. Ja, es ist ja der Ruf, vernetzt euch und koordiniert eure Aktionen und so weiter. Alles gut, alles richtig, kann ich nur befürworten. Allerdings gibt es ein Problem. Ich sag mal dazu falsche Freunde. Ne? Ihr wisst ja, dass zum Beispiel, wenn man mal neu die englische Sprache erlernt hat und dann so ähnlich klingende Worte hat, sozusagen im Deutschen und Englischen, aber eine völlig andere Bedeutung, dass man da die Lacher auf seiner Seite hat. Also typischer Spruch ist zum Beispiel, wenn sich also jemand in eine Gaststätte setzt und was bestellen will und sagt, I became a Pfeffsteck, ne? Da sagt der, sagt der Kellner dann, I'm sorry. Ne? Also der Witz ist der, dass ein became heißt werden heißt, ne? Und der Kellner sagt dann, es tut mir dann leid, dass Sie jetzt zum Pfeffsteck geworden sind. So, ne? Und in dem Sinne ist es eben im Sinne der Symbolverwirrungssekten, ich sag's mal so, wesentlich, sich wirklich mal im Klaren zu werden, was bedeutet was und besteht denn wirklich ein gemeinsames Vorgehen. Ich hatte jetzt vorhin gerade einen Chat mit verfassungsgebende Versammlung. Ich habe denen klipp und klar gesagt, dass ich nicht gegen die bin, aber wenn sie mit falschen Ansätzen um die Ecke kommen, dann muss ich dagegen sein. Also, wenn sie zum Beispiel behaupten, sie hätten jetzt einen Verweser gewählt. Da sage ich mir, Verweser, wann hatte ich denn die letzte Wahleinladung im Briefkasten? Da fällt mir jetzt gar nichts ein dazu. Habe ich nicht bekommen, also gab es keine Verweserwahl. Ne? Verweserwahlen müssen auf der gesetzlichen Grundlage passieren. So, die gesetzliche Grundlage ist das Notstandsrecht und ich kann Verweser wählen für Gewiede, aber da muss ich erstmal ordentliche Dokumente haben und dann muss ich die Anzahl der Wahlberechtigten bestimmen. Das haben wir nun schon, wissen wir, 10-mal in den Videos erklärt, dass es immer wieder das gleiche Prinzip ist. Weil alles andere führt zu Selbstermächtigung. Also wenn ich jetzt sage, ich treffe mich mit 10 Leuten, irgendeiner Gaststätte, mache einen Verein, nenne das verfassungsgebende Versammlung und die wählen aus ihren Reihen dann einen Verweser, ist das noch lange kein Verweser. Ne? Also eine Verweserwahl setzt voraus, dass es eine Wahlkommission gibt, die erstmal überhaupt die ganzen Dokumente alle erstellt, die du für die Wahl brauchst, nämlich deine Rüstung. Staatsangehörigkeitsbestätigung. Und die wirst du von der Bundesrepublik nicht kriegen, weil die einfach dafür nicht zuständig sind. Notstandsrecht heißt, das Volk muss sich bewegen. Das braucht nicht zum Bundeswahlleiter, Landeswahlleiter, Kreiswahlleiter gehen, weil sie doch das Volk die letzten 70 Jahre nur betrogen haben. Die haben uns eine Wahl vorgespielt, die überhaupt nicht funktionieren kann, weil niemand die deutsche Staatsangehörigkeit nach Grundgesetz 116.1 haben kann. Wir haben ja den Bundeswahlleiter in die Ecke getrieben und gesagt, na, dann bestätigen Sie doch mal die deutsche Staatsangehörigkeit. Das kann er nicht. Da kommt er dann mit dem gelben Schein um die Ecke, da weiß ich, dass er es genau in dem Moment nicht gerissen hat. Weil der gelbe Schein ist ein Antrag auf eine Staatsangehörigkeit, die ungültig ist. Weil das Ermächtigungsgesetz ungültig war und ohne Ermächtigungsgesetz war auch Hitler kein Verweser. So, wenn er kein Verweser ist, kann er kein Staatsangehörigkeitsgesetz machen. Wenn die Bundesrepublik das aber noch benutzt oder fortführt und auch kein Verweser ist, weil sie keine Verweserwahl gemacht hat, dann können sie keine Gesetze ändern. Eine ganz einfache Sache. Deswegen sagt ja das Bundesverfassungsgericht, dass es seit 1955 der gesetzliche Gesetzgeber nicht am Werk war. So, und wir haben jetzt herausgefunden, dass die Menschenrechtskonvention uns die Möglichkeit gibt, einen gesetzlichen Gesetz, also eine Körperschaft zu wählen, die den gesetzlichen Gesetzgeber darstellt. So, und die Körperschaft, die den gesetzlichen Gesetzgeber darstellt, ist im Prinzip der Verweser und sein Parlament. Das ist die Körperschaft. So, und da sind wir im Reichsrecht. Also, wenn der Bundestag das beschlossen hat, dass er der Menschenrechtskonvention zustimmt, hat er zugestimmt, dass wir eine Verweserwahl machen dürfen. Und dann sind wir auf der gesetzlichen Grundlage und dann darf uns auch irgendwelche Schlapphutvereine oder irgendwelche anderen in die Quere kommen. Weil wann kann ich dann wirklich dann zur Polizei gehen und die Leute also Behinderung der Wahlhandlung dann auch strafrechtlich anzeigen.
So, und wenn man das begriffen hat, wie das Verfahren läuft, dann muss man sich dann mit Selbstermächtigung und mit, ich habe jetzt einen Verweser gewählt, nicht mehr abgeben. So. Ich hoffe mal, das ist jetzt klar. Wir gründen im Laufe des Februars in verschiedenen Orten unsere Wahlkommissionen. So, die Wahlkommissionen werden auch in der Bundesrepublik nicht gewählt, sondern die werden einfach ernannt. Da kriegen wir mal den Auftrag, setzt euch mal zusammen, das ist die Wahlkommission. Das ist aber keine Wahlkommission. Eine Wahlkommission muss gewählt werden. Und den Leuten, dass es Vertrauenspersonen sind, also müssen wir erstmal einen Flyer machen, müssen wir dann in einem Gebiet rumschicken, da eine Wahlkommission gründen, damit wir alle ordentliche Dokumente haben. So. Dann, wer da ist, ist dann wahlberechtigt erstmal. So, die Wahlkommission wird gegründet. Das ist, wenn man so will, ein BGB-Verein. So, und diese Wahlkommission ist zunächst erstmal wie ein Schiedsgericht für 4 Jahre tätig. Ne? So, also nicht nur 2 Jahre wie der Politiker, sondern 4 Jahre. Zählen im Prinzip wie ein Schiedsgericht, weil die entscheiden nur, die werden ja politisch nicht tätig, die entscheiden nur, ist das Dokument nach Russland gültig, ist es nicht gültig. Und die erstellen Dokumente und sind auch berechtigt, im Sinne des kaiserlichen Notstandsrechts zu siegeln, wenn sie deutlich machen, dass sie im Notstandsrecht handeln. Deswegen muss eben um das Siegel, was 19, am 28.10.1918 gültig war, noch außenrum staatliche Wahlkommission machen. So, und auf den Dokumenten muss dann oben noch draufstehen, auf Anordnung notstandsrechtlich, nach Notstandsrecht von 1914, damit klar ist, dass eine notstandsrechtliche Maßnahme ist, die noch keine Einbürgerung ist, weil die Einbürgerung darf nur der Verweser machen. Aber notstandsrechtlich muss ja erstmal ein Verweser gewählt werden. Und der muss im Nachgang dann die Entlastung machen. Und der Verweser ist immer für ein bestimmtes Gebiet, ja, sagen wir mal, legitimiert. Ne? Also wenn es ein abgeschlossenes Gebiet, was ein Wahlkreis darstellt, sich einen Verweser wählt, dann darf der die Dokumente ausstellen. Auch die Gemeindeverwaltung ist nicht berechtigt, diese Siegel zu verwenden, wenn sie nicht selber ein Notstandsrecht erklärt. Das habe ich auch letztes Mal schon recht deutlich erklärt. Und diese Schritte müssen wir gehen. Und da haben wir maximal Zeit bis zum 28.10.2017. Genau, weil dann die 99 Jahre für das Bodenrecht rum sind. Dann ist es vorbei. Dann haben wir im Prinzip 100 Jahre oder 99 Jahre verschlafen. Ja. Manchmal ist es ja ganz gut, dass der deutsche Schlafmischel schläft, aber in dem Fall wird es dann uns zum Verhängnis und deswegen sollen eben hier noch 10 Millionen oder 20 Millionen Migranten hier rein, die uns die Bodenrechte stehlen. Weil die kriegen eine deutsche Staatsangehörigkeit. Die Bundesrepublik wird mit Waffengewalt dann das als Staatsangehörigkeit mit dem gelben Schein erklären. Und deswegen sind eben Organisationen, die auf dem gelben Schein und der Weimarer Republik und der Versailler Vertrag langlaufen, für uns nicht schulterschlussfähig. Da können die 10-mal sich staufen, das kann alles ganz toll klingen, aber sobald ich das erkenne, dass die Weimarer Republik dahinter steckt, dass der gelbe Schein dahinter steckt, dass der Versailler Vertrag dahinter steckt, dass die Grenzen vom 31.12.1937 dahinter steckt, dass die BRD-Fahne dahinter steckt, die können wir alle 3 nur umkicken, weil das führt nicht zum Ziel. Der Staat ist der kaiserliche Staat. Auch die Bundesrepublik erkennt den kaiserlichen Staat an, weil im Ausfertigungsdatum vom 22. Juli 1913 der Staat definiert ist. Und der ist auch bis heute definiert. Und es darf auch niemand das Gesetz ändern. Es kann zwar jemand das Gesetz nehmen, das abschreiben und drinnen rummalen, aber es wird in der rumgemalten Version nicht zum Gesetz. Und das muss man einfach verstanden haben. Und da können die 10-mal irgendwelche Ausschüsse bilden und Parteien und parlamentarische Räte. Auch der Besatzer muss sich an die Gegebenheiten der Haager Landkriegsordnung halten. Aber wenn wir uns nicht dran halten und unsere Rechte aufgrund der HLKU wahrnehmen, indem wir einfach mal eine Verweserwahl machen, in anderen Ländern hieß es Referendum, aber die haben eben nicht den Rechtsstand vom 28.10.1918, wo der Kaiser sich besondere Befugnisse vorbehalten hat. So, und am 28.10. wurde also sozusagen der Max von Baden tätig, obwohl er nicht ordentlich als Verweser gewählt war, weil der Kaiser hatte einen anderen bestimmt. So. Beziehungsweise ist eben genötigt worden, das Land zu verlassen, weil sie ihn ans Leder wollten. Und demzufolge muss der Schnitt am 28. passieren. Ich weiß, dass er erst am Folgetag dann wirklich aus dem Land definitiv raus ist, aber der Schnitt ist am 28., weil dort ein Verweser tätig wurde, der keine Vertrauensperson zum Kaiser war. Weil Max von Baden war in die Komplotte gegen den Kaiser verwickelt. Und demzufolge hätte er sofort des Amtes enthoben werden müssen. Und demzufolge muss man den Schnitt in der Nacht vom 27. zum 28. machen, wenn man nicht wieder den neuen Dreck anfangen will. Also den Beschluss vom 28.10., das also zu kassieren. Weil es hat ja nur dem Sturz gedient und die Leute, die das gefordert haben und die dann die Unruhen verbreitet haben im Staat, Freimacher waren. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen.
Und wir haben 100 Jahre Freimaurerei jetzt erlebt, das langt jetzt auch mal irgendwann. So, das heißt, der Schnitt vom 28.10. wird auch sicherlich von Russland akzeptiert. Und wir müssen dann erstmal Mitteldeutschland und Ost und die Ostgebiete in das Notstandsrecht mit Hilfe von Verweserwahlen überführen. Und dann muss der Westen beitreten. Anders schützt sich nicht. Die Amis werden sich nicht bewegen. Die werden nicht schon frei ihre Pfoten von dem Land lassen. Das wird nicht passieren. Aber mit der Verweserwahl sind wir dazu gezwungen, selbe Verfahren wie auf der Krim, allerdings unter kaiserlichem Wollrecht müssen wir es machen. Weil der Kaiser sich vorbehalten hat, selbst den Krieg zu beendet zu erklären. Das heißt, ihr müsst erst einen Verweser machen, der am kaiserlichen Notstandsrecht erstmal den Rang des Verwesers hat, eine Vertrauensperson für die Politik des Kaisers ist. Das ist also auch wichtig. Es kann also nicht irgendjemand in der SPD oder CDU sein, der aus einer Feinstaatenorganisation kommt. Sondern es muss jemand sein, der die Leitlinien der Politik des Kaisers knallhart vertritt und der auch persönliches Leid und persönlichen Aufwand nicht scheut. Ja, das sind die richtigen Leute. Ja. Haben wir das Thema erstmal durch. Jetzt gucken wir uns mal ein Positivbeispiel an. Also, ach, nochmal was zum Schulterschluss. Also, Schulterschluss kann man mit allen Leuten machen, egal wo sie herkommen, wenn sie in der richtigen Richtung unterwegs sind. Ja. Ein Beispiel zum Beispiel. Es gibt ja hier. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich zeige es mal. Da gibt es ja dieses Buch hier, Anastasia. Anastasia, Tochter der Tiger. Ich hoffe mal, ihr könnt es lesen, das Buch. Ich habe mir das mal angeguckt. Ich war mal bei so einem Treffen. Sehr angenehme Leute. Ein sehr hoher Energielevel auch da, aber eben auch ein hoher Abfluss. Also, das heißt, wenn der Energielevel 60% von maximal 100 war, dann hast du aber gemerkt, dass die Energie, die da fließt, eben doch ganz schön wegfließt von mir. Aber trotzdem positiv, über 0, also über 50%. So, das heißt, warum ist das so? Ja, weil eben hinter der Ideologie von Anastasia und dem Wladimir Mekre noch ein paar Sachen sind, die noch nicht ganz koscher sind. Aber sie sind auf dem richtigen Weg unterwegs. Also die machen im Prinzip Familienlandsitzer. Ist eine geistige Strömung, die aus Russland kommt. Und dort haben sie eben verschiedene, also in dieser Lehre, die da drinnen steckt, verschiedene Elemente. Also zum Beispiel die Kommunikation mit Zetern. Ne? Und das nennt man im Englischen Tree Worship. Ne? Also die Kommunikation, oder es ist in gewisser Weise eine Anbetung von Bäumen, um da sozusagen Energieflüsse oder irgendwas zu machen. Ich meine, es kann ja jeder an alles glauben. Aber da gibt es also schon aus dem Altertum her entsprechende Nachweise. Das nächste ist die Kommunikation mit Sternen. Ne? Da gibt es also Star Worship genannt. Und was haben wir noch? Kommunikation mit Tieren. Ne? So. Läuft in die gleiche Richtung. Da muss man sich zunächst einmal fragen, wenn das neu auf ihn einstürmt und die Leute sehr angenehm sind, da kann man natürlich denen nicht leider die Tür zu hauen, sondern da muss man sich erstmal belesen und da muss man gucken, wo kommt es denn her? Ist es erstmal, ist die Sache, die sie betreiben, erstmal grundsätzlich positiv? Das kann man im Falle von der Anastasia-Bewegung durchweg sagen. Die Leute sind alle in einer positiven Richtung unterwegs. Tierschutz, Permakultur in der Landwirtschaft, Familienlandsitze, alles super. Aber der Esoterikanteil, der gehört unter die Lupe genommen. Weil der muss ja, um das zu realisieren, nicht noch da zusätzlich dazukommen. Weil es können ja auch Leute, die also nicht im Zionismus verhaftet sind, Familienlandsitze gründen wollen. Und die müssten ja dort auch sich zu Hause fühlen. Das heißt also, der gemeinsame Nenner ist eben die Naturverbundenheit und eben diese Familienlandsitze und der ökologische Landbau und das familiäre Zusammensein über mehrere Generationen und auch ein Ausheilen der kindlichen Seele mit den Haustieren. Ja, es ist für Kinder ganz wichtig, dass sie Haustiere haben und auch richtig versorgen, sich darum kümmern, dass sie auch herzeln können und so ein Gefühl entwickeln für das Tier. Aber eben nicht als Anbetungsgegenstand, sondern als, sagen wir mal, um eine Aggression. Also ein Kind, was überhaupt keinen Umgang mit Tieren ist sich unsicher, manchmal werden sie auch aggressiv. Die Kinder, die müssen da rangeführt werden, schrittweise. Wer auf dem Bauernhof groß geworden ist, mit Hühnern und Enten und so weiter, hat diesen Zugang. Aber die Stadtkinder eben nicht. Ne? Entweder sie haben Angst oder sie werden aggressiv. Aber den richtigen Umgang müssen wir lernen. Und dafür ist die Sache gut. Ebenso gut ist es also, Leute zu rehabilitieren, die also wie heißt das gleich, Schizophrenie haben. Ne? Also es gibt meiner Ansicht nach keine bessere
Möglichkeit, als auf so einem Familienlandsitz oder auf so einer Anastasia-Gemeinde von Schizophrenie freizukommen. Also wer das betrifft, er ist im Krankenhaus, meiner Ansicht nach schlecht. Also denn mit Spritzen abzufüllen, bringt nichts. Eine Landwirtschaft, eine gute Gemeinschaft, dann ist dieser Stresslevel, der also diese Schizophrenie dann raustreibt, wird das so weit abgesenkt, dass eine Heilung und eine Normalisierung ins normale Leben möglich ist. So, und den Leuten kann ich einfach nur empfehlen, macht das erstmal, bis ihr das Ding hinter euch gelassen habt. Aber seht auch zu, dass ihr nicht in die esoterische Geschichte reinkommt. Warum? Erkläre ich jetzt. So, ich habe das also jetzt eine Woche mal auf mich ruhen lassen, habe mich informiert. Ich habe herausgefunden, dass es wohl 10 Bücher gibt. Ein paar sind jetzt auch in alle möglichen Sprachen übersetzt. Ich sage erstmal nicht grundsätzlich schlecht, aber die esoterische Richtung ist eine gefährliche Geschichte. Und zwar deswegen. Wir haben nämlich hier bei der Anbetungsgeschichte eine Sache drin mit Tree Worship. Wir haben es nämlich schon. Mal gucken. Also das, wo ich jetzt hier bin, das ist olivetjournal.com. Ja? Und da macht ja das... Die Seite macht eine sehr saubere Herleitung in der Sache. Ich habe es jetzt nicht im Detail durchgelesen, aber es müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Und am Ende, hier haben wir also Baphometen, mal eine andere Darstellung wie die vom Levi. Und jetzt kommen die Symbolhandlungen. Also Kabbalismus ist eine zionistische Strömung, die gegen das Judentum gerichtet ist. Also das ist nicht... Es ist nicht die Religion des Judentums, sondern die verfälschte. Also die sozusagen das Land Israel besetzt haben, damit die eigentlichen Juden das Land in Besitz nehmen können und bewirtschaften. Weil da würden wir nicht ein Hexagramm als Staatsflagge haben, sondern hätten wir vielleicht eine Bundeslade oder was weiß ich, ein christliches Symbol, keine Ahnung. So, das muss man verstanden haben. Und diese Gruppe des Kabbalismus ist sehr eng mit der Freimaurerei verwurzelt. So, also das ist eine satanische Richtung und da muss man eben sehr aufpassen. Also hier das Book of Zohar spielt hier eine Rolle und am Ende der Sache kommen wir dann hier zu den praktizierenden, ja, haben wir auch hier den Schnolzbärtischen, die Frau Hitler, die Frau Merkel, den Herrn Hitler, Frau Merkel, das sind irgendwelche, das ist eine christliche Lehrerin. Scheint eigentlich sonst noch viel, aber das Zeichen ist irgendwie daneben. Jo, dann haben wir hier so einen Tempel, ein Freimaurertempel, ist eine Swastika zu sehen und auch ein Vogel. Ist schon mal interessant. Hier wieder der Baphomet, Freimaurerei. Eben hier diese, kennt ihr von der Frau Merkel her das Symbol, ne? So. Und dann haben wir eben hier noch El Shaddai, ne? Die Gottheit des Kabbalismus. Und die Pentagramm-Darstellung hier. Hier auch die Verbindung mancher anscheinend christlicher Symbole mit denen der Freimaurerei. Auch mal ganz interessant. Hier kabbalistische Symbole im Staatssiegel der USA. Also ihr habt hier viel Material. Hier Erklärung zu den Lebensbaum, den kabbalistischen Lebensbaum, was erklärt ist, wie es zusammenhängt. Ja, und dann kommen wir hier unten dann schon, wo die Sache interessant wird. Ne? Also die Herleitung geht jetzt hier lang. Und dann haben wir hier diesen Sternanbetung als Star Worship. Ich mach's mal fett hier, damit ihr das sehen könnt. Eulensymbole, ja, also hier. Also diese, was hier zu sehen ist, ist die Lilith. Die Lilith spielt eine ganz zentrale Rolle in der Freimaurerei. Indem also dort gesagt wird, na, während der Sintflut hätte die sich sozusagen in eine Berghöhle zurückgezogen und dadurch hat eben die satanische Macht, die freimaurerische Macht, die Sintflut überlebt. So, die Eulen stehen in Verbindung mit dem Gott Molech, das ist ein Kinderopfergott. Da erzähle ich dann noch was dazu. Interessant ist, dass eben, na gut, das, jetzt nur zu sagen, es würde nur jedes Flammensymbol würde nur hier mit damit zusammenhängen, das ist das Gleiche, als würde man hinter jedem Astloch einen Teufel vermuten. Aber Leute, die das betreiben, hängen auch wieder in der Freimaurerei drin. Also insofern ist natürlich dort eine Gefahr. So, gut. Also, ihr habt die Seite gesehen, olivetjournal.com, guckt da einfach mal rein.
So, das sind die Dinge, die ich jetzt erstmal zum Schulterschluss zu sagen habe. Ich denke mal, ich mache das Video erstmal zu, lade es hoch und die nächste Geschichte machen wir dann extra Video.